Shalom Aleichem, guten Morgen. Die Sünde von Adam und Chava in Gan Eden war Sünde, das Interesse. Chet ha-Interess. Was bedeutet Chet ha-Interess? Was bedeutet die Sünde von dem Interesse? In die Welt heute, in die modernischen Kultur, es ist üblich, zu überprüfen jede Entscheidung durch die Brille von eigenem Interesse. Menschen treffen Entscheidungen privat und auch sehr oft im Publikum nach einem Maßstab. Und dieser Maßstab heißt, es ist mir gut, es bringt mir was Gutes oder es ist mir schlecht, es wird mir bringen was Schlechtes. Der Erste, der hat solche Brille gelegt auf seine Augen, angezogen auf seine Augen, war nicht mehr und nicht weniger Adam Arishon, Adam. Was heißt das? Ich erkläre das mit einem Gesetz in die Halacha. Es gibt normales Jahr von 12 Monaten und es gibt Schaltjahr mit 13 Monaten. Jeden paar Jahre gibt es Schaltjahr. Heute haben wir einen festen Kalender. Aber in den alten Zeiten war das so, dass die Sanhedrin in Jerusalem, die jüdische Obergericht, saß zusammen. Und die haben Entscheidungen getroffen, ob dem kommenden Jahr wird sein ein Jahr von 12 Monaten oder ein Jahr von 13 Monaten. Es gab einen Mensch, der durfte nicht sein in diesen Entscheidungen, in diesem Komitee, in dieser Sitzung von dem Arbeiter. Wer? Der Kohen Gadol, der Oberpriester. Warum? Weil der Kohen Gadol muss am Yom Kippur, am Versöhnungstag, in Mikwe gehen. Mindestens 5-mal. Und wenn es ist ein Schaltjahr, denn Tischrei ist einen Monat später in die Kälte, in die Winter. Und er wird drehen die ganzen Komitee, die ganzen 71 Leute, die ganzen jüdischen Volk wird zählen 13 Monate. Warum? Weil er achtet, soll ihm nicht zu kalt sein, in die Mikwe zu tauchen. Das bedeutet, Entscheidungen zu treffen nach dem eigenen Nutz, nach dem eigenen Interesse. Das ist eine Sünde. Bei uns als private Menschen und auch als Kollegen, ich sehe manchmal, wenn man sitzt in einer Sitzung, es kann jemand sitzen und er trifft eine Entscheidung, die nur ihm wichtig ist, weil an dem Tag hat er Urlaub oder an dem Tag will er Überstunden und er ist bereit, Entscheidungen zu treffen. Nicht, ob es gut jetzt zu der Arbeit, zu der Schule, zu dem Altenheim, zu dem Friedhof. Die ganze Entscheidung ist, weil sein Interesse ist davon nützlich. Weil er hat was davon, weil er hat davon was genießt. Und das ist eine große Avera, das ist eine große Sünde. Und das wollen wir heute ein bisschen lernen. Am Anfang von der Torah in Bereshis, eine von den sehr mysteriösen Erzählungen ist die Geschichte von der Sünde von Etz Hadat, vom Baum des Erkenntnis in Gan Eden. Nun, Adam war in Gan Eden, viele Bäume, viele Früchte. Er konnte sitzen, essen, genießen. Baruch atah Adonai, Eloheinu Melech Olam, Boire Pri Adama. Gan Eden, also hier in Uganda, die Menschen haben so viel Essen, so viel Früchte, Obst, Gemüse. Gan Eden, Banane, Ananas, Mango, Mais,
Wassermelone, Maracuja, Apfel. Gute Fisch, zwei Sorten, sogar koschere. Wir haben alles. Gan Eden. Und Adam hat noch dazu viel Bäume und Wasser und alles. Moschem sagt ihm, von allen Bäumen im Garten sollst essen, genieße, mach ein Leben, Gan Eden, alles. 999 verschiedene Bäume waren dort. Aber es gibt einen Baum, du sollst davon nicht essen. Du sollst davon nicht rühren, nicht anfassen. Und nach dem Genuss in Gan Eden sagte Hashem einen Befehl, 1. Buch Mosche, Kapitel 2, Pasuk Tet, Etz Adat Tov Vara, Baum das Erkenntnis mit dem Gut und dem Schlecht. Aber die Schlange hat verführt Chava, und Chava hat gegeben ihrem Mann zu essen von dem Baum das Erkenntnis, ob es war richtig essen physisch Früchte oder es war weibliche Früchte, das ja miteinander Eheverkehr gehabt. In jedem Fall, egal wie man erklärt, was dort passiert, nach den Kommentatoren. Und Hashem wollte, dass sie warten bis Freitagabend, die Sachen zu essen. Ihre Augen sind geöffnet. Die beiden waren sehr intelligent, auch Adam und auch Chava. Wir sehen, dass Adam hat gegeben Namen alle Tiere. Er war ein weiser Mensch. Sagen unsere Weisen, vor der Sünde haben sie alles gesehen in einem objektiven Auge. Körper ist Körper. Sie haben nicht gesehen nackte Probleme. Sie haben nicht gesehen verführerische Sachen. Sie haben gesehen die Sachen nach der Natur, nach dem objektiven, nach der Sache so wie sie ist. Vor die Sünde, die haben geguckt, ob die Sache ist richtig oder nicht richtig. Wichtig oder nicht wichtig. Nachon oder lo nachon. Aber nach dem Chet Etzadat, nach dem Baum das Erkenntnis, die haben begonnen, die Sachen zu sehen in eine subjektive Brille. Subjektive Brille, und dieser Blickwinkel heißt Interesse Ishi. Ein eigenes Interesse, ein eigenes Nutzen. Dass die ganze Welt dreht sich um mich, um meine Interesse durchzuführen und alles drehen und erklären, warum die Sache ist richtig und wahr und so weiter. Was passiert bei der subjektiven Brille, bei der Sünde von dem Interesse? Anstatt zu denken und überlegen, ob die Sache ist richtig oder falsch, ob es wichtig ist, dass die Leute sollen kriegen am Chanukkah frische Latkes oder nicht, du denkst, nein, an dem Tag kann ich sowieso nicht Überstunden machen. Mir wäre Liebe, das zu machen in einen anderen Tag. Ja, das ist dein Interesse. Und was ist mit dem Interesse von den Heimbewohnern? Dass sie wollen am Chanukka essen frische Latkes. Das ist unwichtig. Und so sehr oft Menschen fallen in diese Sünde von dem Interesse. Baum des Lebens ist, ob es wichtig zum Leben, ob es richtig oder falsch. Baum des Erkenntnis ist das Subjektive, ob ich habe davon was Gutes, Tovli, es ist mir gut dabei, oder geht mir schlecht dabei.
die Wörter Etz Adat Toverat, Baum das Erkenntnis, gut und schlecht, das ist die Wille, die kann überprüfen, was ist mir gut und was tut mir gut und was tut mir schlecht. Wenn die Egoismus, die Enochiut, mein Ich, trifft die Entscheidung, die Weg ist sehr kurz, die Moral kaputt zu machen. Diesen subjektive Brille von egoistischen Entscheidung wurde durch Genetik von Adam Arishon und Chava zu alle Kinder. Bis heute. Bis heute wir sind bestochen, gestochen, so wie Bestechung. Unsere Meinung ist subjektiv sehr oft. Und was uns antreibt, sehr oft ist unser Eigennutz, Eigeninteresse. Habe ich davon was Gutes? Habe ich davon was Schlechtes? Oder überhaupt, was habe ich davon? Und das ist sehr oft der Maßstab zu Entscheidungen zu treffen. Was gewinnen wir davon? Oder was sollen wir davon nicht verlieren? Und nicht wirklich die Idee, ob die Sache ist richtig oder schlecht. Und die Sache ist sehr, sehr breit. Also Sterbehilfe von den Eltern. Denkt man nicht immer, ob es ist richtig oder falsch. Man denkt, es ist mir gut oder schlecht. Es ist mir gut, dass er nicht mehr leidet. Es ist mir gut, dass die Sache hat sich erledigt. Es ist mir schlecht, dass es zögert sich so lang. Und so gibt es noch viele Bestechungen und Erbschaft und viele andere Gedanken, die bringen den Mensch zu verschiedenen Gedanken und die heißen Chet ha-Interesse. Die Sünde des Interesses. Und das ist sehr schlimm. Was ist die Lösung? Die Lösung ist die andere Baum. Andere Baum heißt Etz ha-Chaim. Baum, das Leben. Etz ha-Chaim. Die Tora ist Baum des Lebens. Die Tora, Torat Chaim, sie zeigt einen richtigen Ideal, Maßstab, Regeln, Gesetze, die nicht bestochen sind. Und so sagt uns die Tora, wie sollen wir uns benehmen? Wenn wir stehen vor einem Dilemma von Ideal, von Moral, von Entscheidung, unsere Aufgabe ist zu stellen eine Frage, die Tora, was sagt die Tora dazu? Was soll ich jetzt machen? Habe ich jemand mein Wort gegeben, dass ich ihm verkaufe dem Haus? Aber der bietet an mehr. Richtig ist ihm zu verkaufen, weil Wort ist ein Wort. Das wäre richtig. Hier, aber das wäre mir schlecht. Das wäre mir nicht gut. Das wäre gut, weil er bezahlt mehr. Und was macht man? Da braucht man stellen eine Frage, ein Rav, ein Rabbiner, ein Rabbi, zu fragen, was sagt die Tora in diesem Moralzweifel sonst? Kann die ganze Welt fallen in dem Chet ha-Interesse ha-Ishi, in die Sünde des eigenen Interesse. Und die ganze Welt drehen nur um deine Interesse durchzusetzen, zu sitzen. Shkoyach, sollen wir lernen davon.